Dieses Video richtet sich an Menschen mit MS, denen Interferon Beta-1a, Avonex, von ihrem Arzt verordnet wurde. Es informiert Sie über die richtige Lagerung des Medikaments, die Bestandteile des Pens, die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Injektion sowie zu möglichen Nebenwirkungen. Bitte beachten Sie vor der Anwendung des Avonex-Pens immer die Angaben der in der Packung beigelegten Gebrauchsinformation. Avonex wird im Kühlschrank zwischen 2 und 8 Grad gelagert. Achten Sie darauf, dass der Pen nicht einfriert. Sollte keine Kühlmöglichkeit vorhanden sein, kann der Avonex-Pen bis zu einer Woche lang bei einer Raumtemperatur zwischen 15 und 30 Grad gelagert werden. Außerdem sollte der Pen in der Innenverpackung aufbewahrt werden, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Nehmen Sie eine Einzelpackung mindestens 30 Minuten vor der Injektion aus dem Kühlschrank und lassen Sie sie an einem kindersicheren Ort auf Raumtemperatur erwärmen. Dies macht die Injektion angenehmer. Der Avonex Pen ist in 1 oder 3 Monatspackungen erhältlich. Jede Einzelpackung enthält einen Avonex Pen, eine sterile Nadel mit dem Nadelschutz und eine Pen-Kappe. Der Avonex Pen besteht aus dem blauen Aktivierungsknopf, dem Gehäuse und der gerillten Injektorhülle. In der Injektorhülle befinden sich außerdem die Sicherheitssperre, das ovale Sichtfenster und das runde Sichtfenster. Ganz oben ist ein Sicherheitsverschluss angebracht. Kommen wir nun zur Injektion. Weitere Informationen finden Sie auf der Website mein.ms-live.de. Außerdem bietet Ihnen die Cleo-App viele hilfreiche Funktionen für Ihren Alltag mit MS und stellt Ihnen unter anderem ein digitales Therapietagebuch zur Verfügung. Bei Fragen steht Ihnen das MS Service Center gerne zur Verfügung. Dieses erreichen Sie von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr unter der Nummer 0800 030 77 30. Außerdem können Sie sich jederzeit an Ihr medizinisches Fachpersonal wenden. Alles Gute für Sie!